Die kleine Harfenistin musste wohl bemerkt haben, dass ich, während sie sang und spielte, oft nach ihrer Busenrose hinblickte, und als ich nachher auf den zinnernen Teller, womit sie ihr Honorar einsammelte, ein Geldstück warf, da lächelte sie schlau und fragte heimlich, ob ich ihre Rose haben wolle. Nun bin ich aber der höflichste Mensch von der Welt, und um die Welt möchte ich nicht eine Rose beleidigen, und sei es auch eine Rose, die sich schon ein bisschen verduftet hat. Und wenn sie auch nicht mehr, so dachte ich, ganz frisch riecht und nicht mehr im Geruche der Tugend ist, wie etwa die Rose von Saron, was kümmert es mich, der ich ja doch den Stockschnupfen habe? Und nur die Menschen nehmen es so genau. Der Schmetterling, frag nicht die Blume, hat schon ein anderer dich geküsst? Und diese fragt nicht, hast du schon eine andere umflattert? Dazu kam noch, dass die Nacht hereinbrach. Und des Nachts, dachte ich, sind alle Blumen grau, die sündigste Rose ebenso gut wie die tugendhafteste Petersilie. Kurz und gut, ohne allzu langes Zögern, sagte ich zu der kleinen Harfenistin, Si, Signora.